Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly. Wenn ihr wisst, wenn ich so immer schaue, checke ich gerade aufs OBS, ob alles läuft. Ich sehe 7 Sekunden nämlich auf. Keine Aussetzer, alles läuft. Schön, dass ihr wieder da seid. Für euch gestern, für mich, eine komplette Woche her, dass ich Larry gespielt habe. Und es war Weihnachten. Ja, das werdet ihr im Februar, glaube ich, hier sehen. Es war Weihnachten für mich. Dementsprechend ist die Erinnerung sehr geschmälert. Es ist geschmälert. Ja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß, dass ich in irgendeinem doofen Labyrinth bin und irgendwas. What the fuck? Was muss ich denn nochmal machen? DJ ist in einen Kerkerraum im Tunnel eingesperrt. Ich muss die Wegbeschreibung von Nari folgen. Oh Gott, das war irgendeine Kack-Wegbeschreibung, das weiß ich noch. Die Schmugglerware. Ich muss die Schmugglerin in den Tunnel unter New Lost Wages finden. Darknet. In den Tunnel unter New Lost Wages befindet sich der Eingang zum Darknet. Vielleicht kann mir jemand im Hauptquartier mit einer Wegbeschreibung helfen. Kryptowährung. Ich habe von Nari ein Wallet erhalten, welches ich beim Krypto-Geldautomaten mit Kryptogeld füllen muss. Das ist der Krypto-Geld. Funktioniert nicht. Irgendwas fehlt da noch. Okay, da stehe ich ja schon mal. An dem Automaten ist eine Öffnung, wo man was einfügen kann. Kann ich was bauen? Okay, nee, das nicht. Funktioniert nicht. Aber was soll ich denn da einfügen? Brauchst du eine Batterie da rein? Die beiden Sachen funktionieren. So. Gute Idee. Die beiden Sachen. Das lässt sie. Okay. Nee, das waren von Nari die. Boah, das brauche ich bestimmt noch, ne? Sollte ich mir ein Bild von machen, glaube ich. Wäre ich mal klüger gewesen, hätte ich es vorher gemacht. So bekomme ich die auf keinen Fall auf. Holy fuck. Ich weiß nicht mehr. Ich muss nochmal zurückgehen. Okay, hier ist die Tür zu. Die ist effizient verriegelt. Ich muss mir das alles nochmal anhören. Meine wunderschöne Hand nimmt der Scanner frecherweise nicht an. Okay, hier komme ich sowieso nicht weiter. Der ist gesperrt. Ellie McKenzie, ein wunderschön. Schön, dass du da bist. Kann ich hier irgendwie mit der Karte ran? Die wird hier nicht angenommen. Aber das ist doch ein Fahrstuhlschlitz. Die wird hier nicht angenommen. Okay, schauen wir mal. Ellie, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und ja, YouTube, ihr wisst, dass sein Live mitschnippt. Ja, gehen wir mal zum Revoluzer Hauptquartier. Da kann ja nur schön werden. Oh, da hatten wir unseren Sexbot. Ich vergiss das wieder. Okay. Lefty wusste einen Weg, oder? Lefty! Lefto! El Comandante! So, vom Sound und so weiter her gibt's keine Probleme, oder? Wenn was zu laut ist oder so, einmal bitte Bescheid geben. Wie komme ich denn in dieses Darknet? Das ist nicht so einfach, Larry. Das Darknet ist in den Tunneln noch schwieriger zu finden als das Hauptquartier. Dafür braucht man schon eine perfekte, unfehlbare Wegbeschreibung. Dann erzähl mal. Larry, ich bin kein Mann der großen Worte. Ich bin ein visueller Typ. Das Motto meines Sexlebens. Na, zu viel Information. Und wie kriege ich jetzt den Weg? Ich finde es gut, so wie es ist. Ja, nice. Dankeschön. Was kannst du mir noch über das Darknet sagen? Nicht so laut, Larry. Über das Darknet redet man besser nicht. Wir sind tief unter der Erde, Lefty. Sie haben ihre Ohren überall. Was hast du denn genau mit dem Darknet zu tun? Larry, du hältst mich vielleicht für einen einfachen Barkeeper. Aber in Wirklichkeit bin ich... Psychologe? Nein, Larry. Ich bin ein Entrepreneur. Was für eine Treppe? Unternehmer, Larry. Ah, okay. Ich bin sogar ein Serienentrepreneur. Verstehe kein Wort. Was heißt das denn jetzt? Ich habe massig Unternehmen gegründet und die sind alle pleite gegangen. Aber für diese Unternehmungen musste ich massig Material aus dunklen Quellen besorgen. Dem Darknet? Eben. Die Dinge, die es dort gibt... Die aber was ist denn der Weg dahin? Also das macht mich jetzt so richtig neugierig. Ja. Wieso gibst du mir denn, wie komme ich in dieses Darknet? Warum sagt er mir das nicht?
Wie komme ich denn in dieses Darknet? Das ist nicht so einfach, Larry. Das Darknet ist in den Tunneln noch schwieriger zu finden als das Hauptquartier. Dafür braucht man schon eine perfekte, unfehlbare Wegbeschreibung. Dann erzähl mal. Larry, ich bin kein Mann der großen Worte. Ich bin ein visueller Typ. Das Motto meines Sexlebens. Na, zu viel Information. Ja, ist das jetzt, ich muss überall lang gehen, wo es geil ist? Oder was soll das sein? Das ist das Motto meines Sexlebens. Ja. Ja, was? Soll ich jetzt überall nach Bubis an den Wänden Ausschau halten, oder was? Ich muss los. Ja, wie kommst du Darknets? Folg den Bubis. Ja, nice. Na, ich lasse lieber meine Finger von dieser Art Technik. Nari, komm, du weißt es. Hey, Nari. Ja. Was hat es mit dieser Kryptowährung auf sich? Ich weiß nicht genau, wer dahinter steckt. Angeblich haben die Leute dahinter ihr Hauptquartier weit weg an einem geheimen Ort. Ich weiß wo. Das müssen echte Genies sein. Die sind eher komisch. Was? Auch nichts. Okay. Wie finde ich das Darknet nochmal? Also, du kommst über Tor ins Darknet. Und wie gelange ich dahin? Das ist ziemlich kompliziert. Genau genommen ist das im Moment nicht so einfach möglich. Zumindest nicht, seit El Commandante meine Wegbeschreibung mit seinem wirren Zeug vollgekritzelt hat. Aber du bist ja findig, Larry. Im Darknet bezahlst du allerdings nicht mit Dollar, sondern einer Kryptowährung. Vor kurzem ist die Kryptowährung Clitcoin total hochgeschnellt. Die wird jetzt überall angenommen. Ich habe dir schon einen Fake-Account fürs Wallet angelegt, auf dem ein hoher Betrag verfügbar ist. Um den Betrag abzurufen, musst du zum Krypto-Geldautomaten in den Tunneln gehen. Der hat einen Defekt. Aber der hat einen Defekt. Die Schmugglerin sollte das Ersatzteil okay, bringen. Okay, Schmuggler 1. Finde sie und baue das Teil ein. Dann kannst du die Kryptowährung auf dein Wallet übertragen lassen und so im Darknet den Adapter kaufen. Okay, das sind die Wege. Ich muss erst die Schmugglerin finden. Danach kann ich da Ersatz für Kryptokram und danach kann ich den Adapter kaufen. Bibibrina. Bisher noch nichts, wir haben gerade erst angefangen. Okay. Das ist... Ja, das Ersatzteil für den Krypto-Geldautomaten bekommst du von der Schmugglerin. Sie hat als geheimen Übergabeort die Darmtoilette gewählt. Diese musst du in den Tunneln suchen. Damentoilette. Schmugglerin, Damentoilette. Aber es gibt doch ein Problem. Moment mal. Bis dann. Damentoilette? Ich habe ein Toilettenschild. Das allseits anerkannte Symbol für eine Damentoilette. Muss ich das dann einfach irgendwo hinklatschen, damit die hinkommt? Hey, Nari. Weißt BJ du noch, wo eingesperrt? BJ eingesperrt worden ist? Es war ein Kerkerraum unterhalb von Prune. Dorthin zu kommen war ziemlich kompliziert. Mal sehen, ob ich es wieder zusammenbekomme. Ich bin auf jeden Fall zuerst nach Norden gegangen und am Schluss aus einer Tür im Norden rausgekommen. Ich bin nie direkt wieder durch die gleiche Tür zurückgegangen. In jede Richtung bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung, aber erst, nachdem ich in jede Richtung schon einmal gegangen war. Oh, fast hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Gehe niemals, wirklich niemals, gegen den Uhrzeigersinn. Ich versuche es. Also, am Anfang Norden und am Ende Norden. Jede Richtung zweimal. Mit dem Uhrzeigersinn. So. Kannst du nochmal das wieder reinhören? Na klar, mal sehen, ob ich es wieder zusammenbekomme. Schreib mir das lieber auf, weil ich vergesse das sonst. Ich bin auf jeden Fall zuerst nach Norden, gegangen und am Schluss aus einer Tür im Norden rausgekommen. Ich bin nie direkt wieder durch die gleiche Tür zurückgegangen. In jede Richtung bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung, aber erst, nachdem ich in jede Richtung schon einmal gegangen war. Oh, fast hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Gehe niemals, wirklich niemals, gegen den Uhrzeigersinn. Ich versuche es. Okay, ich muss das nochmal wiederholen. Das zweite Mal in die Na gleiche klar, Richtung. Mal sehen, ob ich es wieder zusammenbekomme. Ich bin am auf Anfang jeden Fall zuerst am Ende nach Norden, gegangen und am Schluss aus einer Tür im Norden rausgekommen. Ja. Ich bin nie direkt wieder durch die gleiche Tür zurückgegangen.
In jede Richtung bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung, aber erst, nachdem ich in jede Richtung schon einmal gegangen war. Oh, fast hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Gehe niemals, wirklich niemals. Boah, das ist so kreuz und quer erklärt. Ich finde das katastrophal. Ich würde sagen, ey, das Problem ist, ich kann hier leider nicht mit dem Real Life agieren und sagen, ey, Mädchen, mach's vernünftig. Ich muss mir jetzt diesen komplizierten Dreckskack nochmal antun. Kannst du das wiederholen? Na klar, sehen, ob ich es wieder zusammenbekomme. Ich bin auf jeden Fall zuerst nach Norden gegangen und am Schluss aus einer Tür im Norden rausgekommen. Ja. Ich bin nie direkt wieder durch die gleiche Tür zurückgegangen. In jede Richtung bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung, aber erst, nachdem ich in jede Richtung schon einmal gegangen war. Oh, fast hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Gehe nie direkt niemals, durch die gleiche wirklich, Tür gegangen? Niemals gegen den Uhrzeigersinn. Wobei, es ist halt nur nie direkt durch die gleiche Tür zweimal zurückgegangen. Nie durch die gleiche Tür zurückgegangen, ne? Nicht kannst gegangen. Du das wiederholen? Na klar, mal sehen, ob ich es wieder zusammenbekomme. Ich bin auf jeden Fall zuerst nach Norden gegangen und am Schluss aus einer Tür im Norden rausgekommen. Ich bin nie direkt wieder durch die gleiche Tür zurückgegangen. In jede Richtung bin ich zweimal gegangen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung, aber erst, nachdem ich in jede Richtung schon einmal gegangen war. Oh, fast hätte ich das Allerwichtigste vergessen. Gehe niemals, wirklich niemals, gegen den Uhrzeigersinn. Ich versuche es. Okay. Ja. Ja, ja, alles gut. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben. Und dann... Puh, was kannst du über die Schmugglerin sagen? Was kannst du mir über die Schmugglerin sagen? Ich mache mir Sorgen um sie. Eigentlich hätte sie schon längst da sein müssen. Vielleicht wurde sie verfolgt und musste untertauchen. Wie erkenne ich sie? Du wirst sie erkennen, wenn du sie in der Damentoilette triffst. Okay, also für die Leute, die es nicht ganz mitbekommen haben, was ich aufgeschrieben habe. Ich fange an im Norden und muss im Norden enden. Ich muss jede Richtung zweimal mit dem Uhrzeigersinn. Nie direkt durch die gleiche Tür zurückgehen. Das zweite Mal in die gleiche Richtung gehen. Aber erst, nachdem ich alle anderen Türen hatte. Das heißt also, gehen wir mal davon aus, ich fange im Norden an. Mach dann Osten, Süden, Westen. Erst beim zweiten Mal in die gleiche Richtung. Ich muss im Norden anfangen. Ich muss auch auf Norden enden. Also, Norden, Osten, Süden, Westen. Westen, Süden, Osten, Norden. Schauen wir mal. Ja. Bis später. Bis dann. Ja, du kommst aus einer Tür aus dem Norden. Korrekt. Ich muss ja mit Norden anfangen. Ich schau mal. Ich muss mich jetzt erstmal hier reinversetzen. So, und dann muss das ja, wenn ich das jetzt richtig verstehe, muss das ja hier drin in den Tunnel sein. Ne? Ich muss ins Labyrinth und das da machen. Nee. Wo ist denn das? Wo ist denn der Eingang dazu? Moment. Sorry. Ist das das Labyrinth oder ist das... wo muss ich hin? In den Tunnel oder in die Tür hier? Hier war der Kryptoautomat, aber hier komme ich ja nicht weiter, weil es hier kein Dings gibt. Ich muss ins Labyrinth. Tür nach Norden. Okay, da fange ich an. Okay, Norden. Ich kann nicht in Norden, also muss ich in den Osten.
Na, schauen wir mal. Da darf ich nicht hin, weil ich dahergekommen bin. Also muss ich in den Süden. Jetzt muss ich in den Westen. Jetzt habe ich alle vier Himmelsrichtungen einmal durch. Das ist hier ziemlich verwirrend. Aber das finden wir raus in der nächsten Folge. Euer Sly. Ciao.